Ja, hallo zusammen. Wir melden uns heute von der Sportrennbahn auf LMC. Und da laufen sie auch schon wieder. Der Bauer vorneweg. Ja. Hinten Bist dran du in der Karski. Wechsel? Ich habe noch einen Co-Moderator mit bei heute, der auch die ganze Veranstaltung leitet, so ein bisschen. Aus dem Kommandostand von unten. Hallo. Ich bin's der Tiki. Pick wieder erste. Pick ist wohl auch der Bauer von der Anlage. Ja. Scheinbar haben wir relativ gute Sprungfelder dabei. Ich selber es an den Sprungschanzen schon probiert und habe es irgendwie nie so wirklich geschafft am letzten Sprung. Oh, ich bin gespannt. Es war jetzt die zweite Runde, jetzt kommt die dritte. Da oben steht er, der Tiki. Erster Pick. Zweiter. Jetzt habe ich nicht genau gesehen, wer ist zweiter geworden. Crater, oder? Zoomen wir einfach mal ran in den Startbereich. Sag, wer ist zweiter? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ansonsten wagen wir einfach mal den Rundblick von hier oben über Moonlight Bay. Okay, dann ist Cars Girl zweiter. Dritter. Dritter. Wo ist vierter? Wo ist vierter? Wo ist vierter? Ist denn auch schon überhaupt ein Ziel? Ach, das war schon Inferno Rain. Okay. Noch eine Runde. So. Ja, und wie es aussieht, bleibt war noch eine Runde ein. Jo, diesmal kommt Excel mit. Für Inferno, glaube ich. Dann haben wir auf der innenliegenden Bahn Karskill. Auf der zweiten Bahn startet Pick Zombie Killer. Das dritte müsste Ja, Proto sein er gibt's und die vor. vierte Bahn. Also erste Bahn, also ganz links ist Proto, dann kommt Crater, dann Pick und dann Karskill. Okay, Dann. Pick fährt gar nicht mit, oder? Wer ist Exit? Exit ist dann, glaube ich. Ja, Pick ist dann nicht dabei. Er rennt mit Proto. Okay, dann geht's weiter in den Kontrollen. Ich hab dich gerade in Großaufnahme. Zwei. Eins. Da rennen zwei Unlautere mit. Eieieiei. Unser Pick Pick und ist Proto. flott. Oh, und da scheitern schon die ersten Kandidaten. Ich kann. An der Hecke. Ach. Ach, der Pick, der fliegt ja. Pick fliegt ja halb. Also es ist ja eigentlich. Das ist die zweite Runde gewesen. Diesmal Der schaffen alle den Sprung. Chaos Girl liegt weit, weit vorne. Aber sie holen auf. Soll ich die zwei mitzählen lassen, hier die? Oh, Chaos Girl hat den Sprung nicht geschafft, ist dadurch zurückgefallen. Oh, das war jetzt knapp. Dann Ziellinie, weiß ich nicht, ob das jetzt Crater war oder dann Chaos. Da haben wir den Veranstalter von der ganzen Runde, respektive nicht Veranstalter, sondern den Erbauer. Dank ihm sind wir auch von der mittleren Position gekommen, als normaler Spieler eigentlich gar nicht hin. Ja, ich war jetzt, ich habe das nicht genau gesehen. Eigentlich müsste das Pick jetzt entscheiden. Ich weiß nicht, ob der jetzt Ja, die meisten hier sind ein wenig YouTube-scheu.
Ich werde mich aber auf das nächste Rennen an der Ziellinie postieren. So das, was dann auch mal mitkriegen. Und die Leute uns mal ein bisschen ranzoomen können. Ohne was zu reden. Das war Chaos Göllin Großaufnahme. Direkt im passenden Reiteroutfit. Und die Nummer 1. Es war leider ein sehr knappes Ergebnis, deswegen konnten wir es aus der Ferne kaum sagen, wer es überhaupt war. Dicky Junior mit seinen Initialen auf der Map von hinten. Und da reiten die Probanden schon über den Zaun rüber. Okay, erster Crater. Also das war echt eine knappe Entscheidung. Bis zum letzten Sprung war tatsächlich Chaos Girl vorne. Und dritter Exit. So, dann muss ich das jetzt noch ein bisschen mehr schauen. 3, 2, 1. Das war irgendwie ein Frühstart, würde ich mal meinen. Fehlstart, ja, Fehlstart. Einige scheint es noch nicht ganz mitgekriegt zu haben. So, jetzt mache ich sie zu, also. Mann, ich bin so schlecht, meine. Naja. Sind die alle, siehst du das, ob die alle gerade gut? Wir zwei fehlen noch. Wo sind die? Die stehen noch dahinter. Excel und noch wer. Okay. Ja, ich mache einfach, okay. Unsere beiden Frühstarter. Ach, egal. Und wir reiten den Morgen auf, den Sonnenaufgang hinein. Und wer ist gerade? Und vorne ist Pick Zombie Killer. Dicht gefolgt. Nein, ist nicht mehr ganz so dicht nach dem ersten Sprung. Oh, Chaos Girl verpasst den Durchschritt. Und da verschwinden sie in der Kurve. Und Pick kommt mit ziemlich viel Abstand vorne weg. Pick irgendwann. So schnell eigentlich. Der hat wahrscheinlich ein sehr schnelles Pferd. Exe hinter. Exe schon ziemlich abgeschlagen hinterher. Aber wie wir eben gesehen haben, es kann sich bis zum letzten Hindernis noch alles ändern. Das letzte Hindernis ist ein 2-Block-Hindernis. Und dadurch nicht ganz so einfach. Oh, Pick ist noch nicht mit seinem Pferd. Pick warst nicht vor der Linie. Erster Chaos Girl. Pick ist zu früh abgesprungen. Tja, so kann's gehen. So kann's leider Gottes gehen. Jetzt mache ich gleich wieder zu. So. Türen sind geschlossen. Da können wir im Prinzip auch schon fast eine neue Runde gehen. Wir machen sich schon ein paar Pferde selbstständig irgendwie. Das Feld von Exe spaziert da irgendwie alleine rum. Exe am Mampfen. Sind Sie bereit? Mit Exe kommen. Sollten wir auch mal machen. Ich mampfe. Weil eine YouTube-Auftasche schützt mich leider auch nicht vom Hungern. In Minecraft. Jetzt habe ich irgendwie voll die geilen Rechte. Wir können hier das Echse. Sind das dann die einzigsten? Echse hat sich irgendwie organisiert. Creator? Achso, der ist AFK. Muss arbeiten. Okay, das ist dann auch ein bisschen doof, wenn nur zwei da sind. Crater, okay, dann haben wir hier den Ablöser-Crater.
Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr selber auf den Server kommt, eure Pferde unterstellen. Ihr müsst nur mit Pick Zombie Killer sprechen. Da lässt sich gewiss was machen. Es ist aber sowieso Pflicht, dass ihr für die Pferde eure eigenen Ställe baut jeweils. Und wer ist gerade vorne hier? Vorne? Oh, Chaos Girls Pferd kann echt hoch springen. Na, Kreate scheitert wieder am ersten Sprung. Meinen und den Pick. Pick hat sogar noch Zeit, sich umzudrehen, was die anderen so treiben. Kreate ist disqualifiziert. Warum? Hat er abgekürzt? Aber wird eh schon überrundet. Das dürfte jetzt die letzte Runde sein, so wie ich das sehe. Und erster Pick. Der ist jetzt. Ja, diesmal das aber nie geschafft. Zweite Chaos Girl. Dann Creator muss eigentlich noch eine Runde. Der aber auch nicht mehr fertig macht. Waldi, was machst du von Rotzwitter? Ach nee, schau an, da kommt der Garfield. Da kommt Garfield, einer der ältesten hier. Nicht zusammen unser Senior. Lies doch mal den Channelnamen, Garfield. Hä? Lies doch mal den Channelnamen. Ja, hab ich schon gelesen, wir hatten den eingerichtet. Ja, ich gerade, können wir ja. Ja. Wir sind auf der Pferderennbahn, ja, für YouTube am Aufzeichnen. Ja. Das heißt, du bist jetzt schon live mit drin. Was? Ja, ja. Wo denn da ist echt? Das heißt, wir sind jetzt nicht am wir sind am Aufzeichnen für später. Ich werde dann später hochladen. Der Pick soll da runtergehen. Pick. Ich geh nochmal nicht zum Pick, da ist der ganz alleine. Ja. Ja, weil er nicht nach YouTube möchte. Was? Weil er nicht auf YouTube möchte. Der tut dir doch den Ene. Aber man hört ihn. Ach, du hörst mich wohl jetzt auch? Ja, aber du wirst auch später auf der Aufnahme zu hören sein. So sind sie. Kommt ihr dann wieder hoch? Ja. Ja, klar. Okay. So, du läutest die neue Runde ein, wa, Tiki? 2-1. Oh, da versucht's aber einer rückwärts. Oh, Cookie Girl auf der Strecke. Das ist schlecht. Irgendwie hat Pix so voll Pferd, oder? Wo ist der überhaupt? Der ist zurück am Hängen, der macht's im Rückwärtsgang. Oh, Creator, erster. Nein, Creator, was hat er gemacht? Was hat er? Wir haben Tor hängen geblieben. Ja, jetzt wird's spannend. Pick macht den Kurs beim Rückwärtsgang, wäre eigentlich auch mal ein interessanter Parcours. Das in den Rückwärtsgang könnte man auch mal machen, oder? Dann wird's dann mit den Sprüngen ein bisschen schwierig. Das war jetzt halt nicht so gut für Chaos Girl. So, da wir gleich zählen, kommt dann bewegen uns wieder rüber zum Ziel. Und gucken, wo bleiben sie denn? Creator ist vorne, Pick im Rückwärtsgang, schafft selbst rückwärts über den Sprung drüber. Creator erster, Chaos Girls zweiter und Pick hat die erste Runde im Rückwärtsgang absolviert. Alleine dafür Respekt. Deswegen ist das mal gerade ein Check. So, jetzt ein Rückgang. Für jeden. Also alles im Rückwärtsgang. Na, Pick scheint sein Pferd wegzustellen. Er hat es hinten abgeparkt. Okay, dann sind wie viel noch? 2 Stück? Ja, 2 Stück, so wie es jetzt aussieht. Oh nee. Wie 2 laufen schon.
Mit dem Lotto gewonnen. Marani zweimal hintereinander oder was? Ja, ansonsten, wenn wir mit zwei Mann hier rennen, würde ich mal sagen, steigen wir an der Stelle mal aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Hier von LMC. Bis dann.